Breaking News, MH17 über der Ukraine abgeschossen. Und als ich gehört habe, das ist schon wieder eine Malaysian Airlines, Boeing 777, da dachte ich, ist jetzt MH370 wieder aufgetaucht? Unmittelbar nach dem Absturz hat der ukrainische Geheimdienst natürlich sofort Beweise veröffentlicht, die die Täterschaft der prorussischen Separatisten genau belegen. Man hat ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem ein Funkspruch abgefangen wurde von den Separatisten vor Ort, die sich über den Abschuss von so einem Flugzeug gebrüstet haben. Ja, Major. Nun, in Zeiten des Internets und in Zeiten von wirklich schlauen Computermenschen ist es natürlich etwas doof, wenn man so ein Video online stellt und hinterher die einfachsten Computerexperten herausfinden können, dass das ein zusammengeschnittenes Stückwerk war, dessen Timecode auch noch auf einen Zeitpunkt hindeutet, der lange vor dem Ereignis war. Das heißt also, irgendjemand im ukrainischen Geheimdienst hat es für eine tolle Idee gefunden, dass man dieses Video zusammenbastelt, das online stellt und das dann als den ultimativen Beweis verkauft, dass man das den Separatisten in die Schuhe schieben kann. Poroschenko, der Schokoladenkönig, wie ihn die Bild-Zeitung so gern bezeichnet, hat innerhalb der ersten Tage natürlich sofort erklärt, ja, das müssen die Separatisten gewesen sein, weil die haben uns nämlich Raketen geklaut, Flugabwehrraketen, das sogenannte Buk-System. Das ist erstens nicht richtig. Die Separatisten, die Widerstandskämpfer haben das verlautbart, sie haben gar keine solchen Systeme. Zweitens, selbst wenn die hätten, heißt es noch lange nicht, dass sie die dann auch einsetzen können. Man braucht für so eine Radarabwehrstellung mit Raketen einen ganzen Verbund von ausgebildeten Spezialisten. Das sind dislozierte Fahrzeuge, die nicht alle vor Ort sind. Und diese Spezialeinheiten müssen daran geschult werden. Das kann man nicht einfach so machen, indem man das Ding einfach klaut und dann benutzt. Aber wer hatte denn wirklich zu diesem Tag, zu dieser Uhrzeit Raketenabwehrstellungen in dieser Gegend im Einsatz? Es waren die Ukrainer. Ukraine hatte zu diesem Zeitpunkt Raketenabwehrstellungen vor Ort. Aber warum denn eigentlich? Die Widerstandskämpfer haben doch gar keine Luftwaffe. Wieso braucht man denn dann Luftabwehrraketen? Das verstehe ich nicht. Man erkennt bei Bildern von den Wrackteilen recht seltsame Beschädigungen dieser Wrackteile. Es gibt ein tolles Bild von der Cockpit-Sektion des Fliegers, und zwar direkt das Fenster vor dem Kapitän auf der linken Seite. Dieses Bild gibt nach Aussagen eines Luftfahrtexperten sehr gut wieder, dass dieses Teil, dass dieses doppelwandige Aluminiumblech von Schrapnells oder vielleicht sogar von Geschossen durchschlagen worden ist. Also es sieht danach aus, wie wenn eine Luft-Luft-Bodenrakete, vielleicht eine Bodenluftrakete oder aber eine Bordwaffe eines Raketenjägers, eines Düsenjägers dieses Flugzeug abgeschossen hat. Das würde auch damit einhergehen, dass ein spanischer Fluglotse, der in der Ukraine arbeitet, kurz nach dem Abschuss auf Twitter gemeldet hat, dass angeblich zwei ukrainische Su-25 Jagdbomber hinter dem Flugzeug hergeflogen sind und in der Nähe von diesem Flugzeug waren. Nachdem die Russen sich den ganzen Vorfall angeschaut haben, haben die Radardaten veröffentlicht und haben gesagt, ja, wir können das bestätigen. Wir haben Radaraufzeichnungen, die zwei Kampfflugzeuge, Militärflugzeuge in der Nähe von diesem Flieger gesehen haben. Um natürlich dann aber festzustellen, was ist denn wirklich passiert mit diesem Flugzeug. Was war denn die Absturzursache? Dazu braucht man natürlich die Flugdatenschreiber, die Blackboxes. Und die Blackboxes wurden auch gefunden von den Widerstandskämpfern vor Ort und die wurden den Behörden übergeben, den malaysischen oder auch den englischen Behörden. Und jetzt kommt das Erstaunliche, diese Blackboxes, die wurden primär gar nicht untersucht auf den Inhalt, sondern ob diese Blackboxes manipuliert worden sind. Und da gab es dann Offizielle, die gesagt haben, nein, wir können also bestätigen, die Blackboxes sind nicht manipuliert worden. Also tatsächlich alles, was da drauf ist, wird auch so richtig sein. Aber was denn nun wirklich auf diesen Blackboxes drauf ist, das weiß bis heute kein Mensch. Die wichtigste Quelle für die Unfallaufklärung bleibt nach wie vor im Dunkeln. Und wieso wird das eigentlich nicht aufgeklärt? Warum war Flug MH17 überhaupt auf diesem Gebiet unterwegs? Wenn ein Flieger im internationalen Luftraum unterwegs ist
und nach IFR-Bedingungen fliegt, also nach Instrumentenflugbedingungen unterwegs ist, vom Moment der Triebwerksanlassung bis zum Ausschalten am Zielort ist dieser Flieger unter Kontrolle der Flugverkehrslotsen. Egal was der tut, der Pilot macht nur das, was die Lotsen ihm sagen. Und wir hören seit Wochen nichts anderes außer Anschuldigungen und die wirklich sachliche, argumentative Linie der Russen wird vollkommen ausgeblendet, dass die einfach sachlich die Fragen stellen. Wir haben einen ganzen Fragenkatalog veröffentlicht, unter anderem, wer hat wem wann welche Anweisungen zur Kursänderung gegeben, wer hat welche Flugzeuge zu welchem Zeitpunkt im Zeitraum gehabt und so weiter und so fort. Nichts wird getan, um diese Fragen zu beantworten. Von Anfang an gab es eine massive Schuldzuweisung in Richtung Russland. Russland hat die Separatisten ausgerüstet, Russland ist dafür verantwortlich, Russland muss der Täter sein. Bevor das Flugzeug überhaupt richtig ausgeglüht war, die Feuer haben noch gebrannt, war schon klar, wer der Täter war. Und unsere große Volkszeitung, die Bild-Zeitung, bringt natürlich dann auch sofort ein Foto von einem Separatisten, von einem der Milizionäre, der einen Teddybär aufhebt und quasi die Opfer verhöhnt. Die Opfer wurden geplündert, die Opfer wurden schamlos behandelt. Wenn man mal richtig recherchiert hätte, hätte man gesehen, dass dieser Kämpfer vor Ort diesen Teddybär genommen hat. Man sieht es nämlich im Video sehr gut, hat es den Leuten und den Reportern vor Ort gezeigt und hat gesagt, wir wollen, dass diejenigen, die das gemacht haben, sehen, was sie angerichtet haben. Und dann hat er den Teddybär wieder hingelegt, hat sich bekreuzigt, die Mütze abgenommen und war sichtlich ergriffen. Das war also ein Mann, der voller Trauer dastand und alles andere gemacht hat, wie die Opfer zu verhöhnen. Hallo, merkt ihr das denn gar nicht? Was denkt ihr euch eigentlich dabei, wenn ihr solche Beiträge macht? Könnt ihr nicht recherchieren? Dürft ihr nicht recherchieren? Oder was sollen wir davon denken, wenn wir permanent angelogen werden? Wo es wirklich ernst wird, ist die Aussage des obersten Militärs der Amerikaner, Martin Dempsey, Generalstabschef der US-Streitkräfte. Also für die, die nicht wissen, was ein Generalstabschef ist, das ist der Chef der Generäle. Das ist derjenige, der das, was Obama verlautbart, umsetzt. Und der hat in einer Podiumsdiskussion im Aspen-Institut allen Ernstes Russlands Verhalten in der Ukraine mit dem Verhalten der Sowjetunion 1939 gezogen. Russland hat kein Land in den letzten Jahrzehnten überfallen oder angegangen. Aber was hat Amerika gemacht? Amerika hat in den letzten Jahrzehnten ungefähr 70 Kriege und Militärinterventionen vom Zaun gebrochen, mit schätzungsweise ungefähr 20 Millionen Toten, hat auf der ganzen Welt 800 Militärbasen eingesetzt und herrscht mehr oder weniger über 120 Länder auf dieser Erde. Und was macht jetzt der amerikanische Kongress? Die arbeiten allen Ernstes an einem Gesetz, das nennt sich Russian Aggression Prevention Act 2014. Auf Deutsch also ein Gesetz zur Verhinderung der russischen Aggression. Und da geht es darum, offiziell Kapitel 305, dass die Energieunabhängigkeit der europäischen und eurasischen Länder gefördert wird. Also im Endeffekt, dass die US-Konzerne, die Energiekonzerne, sich das Öl in der Ukraine einsacken können. Und zwar über Fracking, eine wirklich sehr beliebte Methode in Amerika mit wachsendem Erfolg. Und vielleicht ist ja das auch der Grund, warum der jüngste Sohn des Vizepräsidenten, Joe Biden, seinen jüngsten Sohn, eben Hunter Biden, in den Vorstand des größten Gasproduzenten der Ukraine gesteckt hat, nämlich Burisma Holdings. Und nicht nur das, sogar der Finanzberater der Familie Kerry sitzt auch in dieser Firma drin. Aber von einem Interessenskonflikt zu schreiben, nö. Also schauen wir uns einfach die Fakten nochmal genau an. Was gibt es für zwei Aussagen? Auf der einen Seite die Aussage des ukrainischen Militärs, der Regierung, der Geheimdienste. Es waren die Separatisten, die mit erbeuteten Flugabwehrraketen der Russen das Flugzeug absichtlich oder aus Versehen abgeschossen haben. Beweise dafür: gefälschte YouTube-Videos, Twitter-Accounts und Aussagen, die sich am nächsten Tag schon selber ad absurdum führen. Und auf der anderen Seite, was haben wir da? Wir haben Zeugenaussagen, wie dieser Fluglotse, der von den Abfangjägern berichtet hat. Wir haben Radaraufzeichnungen, die von den Russen veröffentlicht worden sind. Wir haben die Blackboxes, die nicht
manipuliert worden sind, wie die Experten vor Ort gesagt haben. Und wir haben ein Motiv. Also man versucht seit Jahren mit viel Geld und Know-how und CIA und wem auch allem in der Ukraine das System zu destabilisieren. Man versucht Russland permanent in einen neuen Konflikt zu treiben. Man versucht Russland zu einem Akt der Verzweiflung zu treiben. Und irgendwann sagt man, that's the smoking gun, bang it. Ich habe überhaupt keinen Bock auf den Dritten Weltkrieg. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich bin raus, aber ich bleib dran. Hast du eigentlich meinen Kanal schon abonniert?